Hey meine Lieben, endlich ist es soweit. Ich teile mit euch meine Jahresfavoriten und ich habe mich mega auf dieses Video gefreut. Und am besten nehmt ihr euch einen Kaffee, einen Tee, einen Kuchen, irgendwas, womit ihr euch jetzt noch vergnügen könnt, denn dieses Video wird lang. Ich habe hier meine Kiste vorbereitet. Ich werde jetzt einfach querbeet reingreifen und also es hat jetzt alles kein System. Fange ich mal mit einem technischen Gerät an und zwar ist das meine Vlog-Kamera. Das ist die Sony Alpha 5100. Das ist die Kamera, die ich immer auf Reisen mitnehme und einen Vlog drehe oder damit mache ich auch meine Instagram-Bilder. Und die hat mich letztes Jahr und dieses Jahr mega viel begleitet. Also ein treuer Freund. Deswegen zeige ich das. Und viele fragen immer, mit welcher Kamera ich meine Instagram-Bilder aufnehme. Das ist die, weil die hat hier hinten nämlich so ein Klappdisplay. Das heißt, man kann sich dann immer sehen, wenn man sich fotografiert, was ich sehr, sehr wichtig finde. Und auch gerade bei Vlogs ist es super wichtig, wenn man unterwegs ist und ja, sich auch mal sehen muss, was man alles so drauf hat. Ich habe mich übrigens hier mit einem Glätteisen verbrannt, das erste Mal in meinem ganzen Leben, obwohl ich schon so lange Glätteisen-Lockenstab. Damit habe ich mich verbrannt. Richtig übel. Das zweite, was ich mit euch teilen möchte, ist auch kein Make-up. Und zwar ist es ein Kalender. Dieser hier ist von Leuchtturm. Das ist ein Jahreskalender. Man hat hier einmal die ganze Woche, Montag bis Sonntag. Und die andere Seite ist komplett leer. Was ich persönlich super finde. Das ist jetzt noch mein von 2016. Den 2017 habe ich auch schon angefangen. Ich liebe diesen Kalender, weil ich habe auf der einen Seite halt, wie gesagt, die einzelnen Tage und auf der anderen Seite habe ich eine ganze Seite für mich, wo ich alles aufschreiben kann. Ich plane damit meine ganzen YouTube-Videos, meine Termine, also alles. Das ist halt das schlaue Buch. Ich habe noch mein privates. Da schreibe ich halt auch alles rein, aber das ist so eher YouTube-mäßig, also etwas, was mir über das ganze Jahr sehr geholfen hat. Mache ich weiter mit meiner Hautpflege, da halte ich mich kurz. Ihr wisst, dass ich Martina Gebhardt benutze und zwar die ganze Reihe. Die Rose-Linie ist das, was ich benutze. Manchmal switche ich rüber zu Shea Butter. Und ich habe jetzt nicht alles dabei, aber die komplette Serie von Martina Gebhardt ist der Hammer. Funktioniert für meine Haut so, so gut. Ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn ich das nicht hätte. Diese Reihe ist der Hammer. Ein Shoutout definitiv an The Body Shop für deren Chamomile. Wasserfestes Augen-Make-up entfernen habe ich in so vielen Aufgebraucht-Videos gezeigt, dass es ein Produkt, was ich jeden Tag benutzen kann, ohne dass es irgendwas an meinen Augen oder an meiner Haut reizen würde. Manchmal habe ich das, wenn ich so Pflegeprodukte, ja, so Abschminkprodukte lange benutze, dann fängt es an, meine Haut zu reizen. Früher hatte ich das mit diesen BB Young Care Abschminktüchern gehabt. Irgendwann haben meine Augen richtig gebrannt, wenn ich es benutzt habe. Und das benutze ich jetzt auch schon über ein Jahr durchgehend. Es entfernt mein Augen-Make-up so, so gut. Es ist günstig, die Inhaltsstoffe sind vertretbar, richtig gut und es riecht nicht nach irgendwas. Es riecht nach gar nichts, was ich total feiere. Die haben ja auch diesen Cleansing Balm, das benutze ich leider nicht, weil es sehr stark parfümiert ist, während das eben nach gar nichts riecht und ich liebe es. Jeder, der mich kennt, weiß, wonach ich rieche und zwar ist es von Byredo Balde Afrique. Das ist Liebe. Wenn die Kinder irgendwas riechen, was ich bei meiner Schwester vergessen habe, dann sagen die mir, oh, es riecht hier nach Tante oder oh, das riecht nach Bielefeld, weil alle, also wer das riecht, das ist Hattie. Und ich werde immer gefragt, was ich trage. Das ist Byredo Balde Afrique. Das ist die 100 Milliliter Flasche. Habe ich letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen. Also das ist jetzt ein Jahr, zwei Monate alt und es ist fast alle. Also ich bin mit Parfum sowieso immer sehr, sehr sparsam und das Ding ist auch nicht so billig. Deswegen bin ich so ein bisschen... Ihr wollt bestimmt so eine Duftbeschreibung haben, oder? Ich kann es euch nicht beschreiben. Ich bin sehr, sehr schlecht da drin. Wenn ich so die Kopfnote und so mal rauskriege, schreibe ich es euch in die Infobox. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, also in Berlin bekommt ihr es auf jeden Fall bei im KDW. Da könnt ihr komplett durchriechen oder in einem Online-Shop und zwar aus Liebe zum Duft. Die führen Byredo auch, nur da könnt ihr nicht riechen. Ein Puder, was auch letztes Jahr in meinen Jahresfavoriten war und zwar ist es das Translucent Powder von Laura Mercier. Das ist sehr gut. Das funktioniert selbst für meine trockene Haut richtig gut, ohne dass es schuppig wirkt, trocken wirkt, wie eine Wüste wirkt. Wisst ihr, was ich meine?
Es ist halt transparent, was auch super ist. Das heißt, es verfärbt euer Make-up nicht, es ist dann nicht weiß. Es ist, ich habe damit kein Problem mit Flashback, also mit Blitzfotografie und so. Seht ihr ja auch an meinen Thumbnails. Da trage ich das Puder ja immer und es wird immer geblitzt. Deswegen, wie ihr sehen könnt, läuft es auch sehr, sehr gut. Also kann ich euch empfehlen, die Dose hält unfassbar lange, also bei mir, und ich schminke mich ja echt schon oft und da ist echt noch super viel drin. Der Beauty Blender kennt ihr aus all meinen Tutorials, ich spreche immer drüber. Ich könnte ohne einen Beauty Blender kein Make-up auftragen. Also selbst wenn ich eine Foundation auftrage, da komme ich auch schon zu meinem nächsten Favoriten, so ein flacher Foundation-Pinsel. Also ich trage meine Foundation super gerne erst mit einem flachen Pinsel auf und arbeite es dann anschließend mit einem Beauty Blender ein, weil ich einfach das beste Finish bekomme. Zum einen erziele ich damit ein perfektes Ergebnis. Ich arbeite das Produkt richtig in meine Haut ein. Das heißt, es liegt nicht nur einfach drauf und verwischt irgendwann, sondern es sitzt in der Haut drin und es nimmt überschüssiges Produkt weg. Deswegen liebe ich das. Also einmal dieser Beauty Blender und ein flacher Foundation Pinsel. Also es ist jetzt von Crown Brushes, aber es ist total egal. Zu Eberhard welche, MAC hat welche, Sigma hat welche. Also da findet ihr eigentlich überall sowas. Dann mache ich auch schon mit den Pinseln weiter. Dann bleibe ich bei der Kategorie. Einmal dieser von Zoeva. Das ist der 234, der Luxe Smoky Shader. Ich liebe diesen Pinsel. Ich habe den mir einmal gekauft und habe den, ich habe den von denen mal zugeschickt bekommen, glaube ich, in so einem Set. Genau, und ich fand den so gut, dass ich den in einer Zeitschrift gesehen habe, und zwar bei Madame. Den habe ich jetzt zweimal und ich möchte mir den auf jeden Fall ein drittes Mal holen. Ich benutze den für alles, um Lidschatten aufzutragen, um den, dann nehme ich zum Beispiel Glitter-Lidschatten, sprühe das an und gebe es rauf in der Lidfalte unter meinem Wimpernkranz. Wimpernkranz. Also mit dem kann man super viel machen, deswegen mein Favorit und es wird ein dritter einziehen. Dann fragen mich immer wieder die Leute, Hatti, mit welchem Pinsel trägst du deine Lidschatten auf? Beziehungsweise die erste Farbe, ne? Also meine Übergangsfarbe. Das ist der von Sigma. Den habe ich schon sehr, sehr lange und das ist mein liebster Augenpinsel von allen. Und zwar ist es der Sigma Tapered Blending E40. Der ist sehr, sehr groß und das ist immer der Pinsel, mit dem ich die erste Farbe auftrage. Das ist der Hammer. Der ist schön groß, weil ich trage meine Übergangsfarbe immer so über meine Lidfalte und so ein bisschen darunter. Das sage ich ja auch immer, wenn ich die Make-up-Tutorials mache. Und der hat halt einfach die perfekte Größe dafür, ne? Der ist ein bisschen pieksig, also wer da sensible Augen hat, weil vielleicht sind die ein bisschen besser geworden. Meiner ist noch ein bisschen pieksig, stört mich nicht. Ich komme damit gut zurecht und ihr könnt ja sehen, das ist der Hammer. Um meine Nase zu konturieren, nehme ich den Pinsel von Love. Den habe ich jetzt auch schon ab und an mal gezeigt. Das ist ein Pinsel, der hat zwei Seiten. Einmal so einen flachen Lidschattenpinsel und auf der anderen Seite halt so einen Blendepinsel. Und der ist perfekt, um die Nase zu konturieren. Also damit trage ich meinen Konturpuder hier auf. Ja, und dann ist die Linie ja sehr hart und mit der Seite blende ich das dann halt aus. Also auch das liebe ich, habe ich euch öfter gezeigt, kann ich euch nur empfehlen. Und dann mache ich weiter mit Morphe Brushes und zwar aus der Elite-Kollektion, der E3. Das ist ein perfekter Puderpinsel. Damit mache ich gerne, ich zeige es euch. Damit fege ich gerne meine Reste aus dem Gesicht, also die Puderreste, oder ich trage damit Puder Foundation auf. Das hier ist jetzt von Giorgio Armani. Das wäre dann mein nächster Favorit. Und zwar ist das in der Farbe 4. Und wenn ich zum Beispiel mein Gesicht setzen will, dann nehme ich das. Ja, ich kann es euch einmal zeigen. Gehe in das Produkt rein und dann trage ich es überall auf. Und dafür ist der Pinsel halt perfekt. Mein teuerstes Make-up-Produkt, oder es ist nicht mal Make-up, sondern nur ein Tool, es ist der Pinsel von Tom Ford, und zwar der Bronzer Brush. Dazu hatte ich ein First Impression gemacht und da war es ja, oh mein Gott, wie kann man, die Leute sind ja ausgeflippt, wie man dafür Geld ausgeben kann. Kann jeder machen, wie er will. Ich würde ihn mir definitiv nochmal nachkaufen. Er ist perfekt, gerade für meine super, mega, duper, super, duper Stirn. Das ist die perfekte Größe. Und der ist super weich. Ich weiß nicht, der macht, klar, ich habe auch einen MAC-Pinsel, den 2129 zum Beispiel. Das ist zwar nicht der, aber der andere, der Bronzer Brush, den ich sonst immer benutzt habe, ist halt von MAC. Der macht auch gute Arbeit. Der hart zwar wie Sau, der hart übrigens nicht mehr, ne? Also mal fliegt ein Haar raus, aber sonst nicht. Und mein MAC-Pinsel hart halt die ganze Zeit. Der ist super weich. Der macht so ein,
Airbrush-Finish, habe ich das Gefühl. Also super, super cool. Und weil ich davon so begeistert war, hatte ich dann den Foundation-Pinsel gekauft. Und zwar ist es die 02. Und damit kann man dann halt Cream-Foundation auftragen. Ne? Also ich hatte ja die Stick-Foundation von Tom Ford gekauft, die total schrott ist. Und passend dazu halt den Pinsel. Und auch das liebe ich. Also damit habe ich heute übrigens auch meine Foundation aufgetragen. Dann ein anderer Pinsel, den ich über alles liebe. Und zwar ist es von Charlotte Tilbury, der Sculpt in Powder Brush. Das ist mein zweiter, weil der erste, den ich mir gekauft hatte, wurde mir auf der Glow geklaut. Und ja, deswegen musste ich mir einen neuen kaufen und damit konturiere ich immer. Auch da werde ich gefragt, welcher Pinsel ist das? Das ist der von Charlotte Tilbury, der beste Pinsel, um zu konturieren, meiner Meinung nach. Der Highlighter-Pinsel von Anastasia Beverly Hills, und zwar der A23. Auch den habe ich dieses Jahr im Januar in L.A. auf den IMATS gekauft und ich bereue es nicht einen Tag. Es ist wirklich tatsächlich die perfekte Größe, um den Highlighter aufzutragen, um das Ganze dann auch noch zu verblenden. Also ich liebe diesen Pinsel und immer wenn ich Highlighter benutze, ist es dieser Pinsel. Alle Sachen, die ich euch heute zeige, trage ich in meinem Gesicht, damit ihr das komplett sehen könnt. So in Action. Und wo ich ja gerade von meinem Highlighter-Pinsel gesprochen habe, spreche ich auch von meinem liebsten Highlighter. Das ist der von Becker, der Shimmering Skin Perfector in der Farbe Moonstone. War auch letztes Jahr mein Jahresfavoriten und wie ihr sehen könnt, der ist wie neu. Der geht und geht nicht alle. Der ist butterweich, der ist nicht so klumpig und nicht so glitterig. Der ist wie Butter. Also das ist ein Highlight, das erschlägt einen auch nicht so. Also man kann den halt aufbauen. Der gibt die perfekte Menge an Highlight ab, finde ich. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Man kann ihn aufbauen, man kann ihn leicht auftragen. Das liebe ich an dem Produkt. Und die Becker Highlighter sind sowieso, also immer wenn Leute fragen, ja, hatte ich will einen Highlighter, welchen? Ich empfehle immer die von Becker, weil die richtig gut sind. Und das ist so ein Produkt, das benutze ich immer. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein Produkt, das passt perfekt zu meiner Hautfarbe. Manche kaufen sich zum Beispiel Champagne Pop, finde ich, für Leute, die so hell sind wie ich, viel zu dunkel, weil man sieht einfach, dass es dann so orange ist. Und ja, also Moonstone liebe ich. Mein Contour-Puder ist auch hier keine Überraschung. Ich schwärme davon. Viele haben sich das wegen mir nachgekauft und sind mega begeistert. Und zwar ist es das Sculpting Powder von Kevin O'Quinn zum Konturieren. Auch das habe ich heute benutzt, habe ich mehrfach in Videos gezeigt. Ich habe auch so ein Vergleichsvideo mit einem Drogerieprodukt gemacht und mit dem hier. Auch das war letztes Jahr mein Favoritenvideo. Also ihr könnt sehen, das sind so Produkte, die liebe ich und ich würde immer wieder dahin zurückgehen. Und das ist übrigens in der Farbe Medium. Auch da werde ich ganz oft gefragt, so, welche Farbe nimmst du denn da? Medium kann ich euch wirklich nur empfehlen. Es ist zwar sehr, sehr teuer, aber ein Produkt, ihr werdet es lieben. Einige werden sicherlich wissen, dass ich ja nicht so der Blush-Typ bin. Also ich trage immer Blush, aber nie sehr, sehr viel. Und ich saß da und dachte so, ey, du kannst nicht wieder denselben Highlighter nehmen, ja? Aber leider ist es so. Und zwar von Milani del Luminoso. Der kostet, glaube ich, 5 bis 10 Euro auf Amazon. Da habe ich ihn auch bestellt. Ich liebe ihn. Es ist die perfekte Farbe. Ich mag sowieso Blushes, die eher peach-tönig sind. Und das ist halt so ein Peach-Ton. Das ist so ein Baked Blush. Der hat so ein bisschen Schimmer drin. Also keine Glitterpartikel oder so, aber der gibt dem Gesicht halt einfach ein bisschen mehr Dimension als einfach nur flach matt. Das liebe ich daran so sehr. Die Farbe passt zu allen Make-up-Looks. Ich weiß nicht, das ist auch so ein Goldstück. Also wenn Blush, dann immer der. Meine liebste Lippenkombi, da habe ich echt überlegt, was habe ich dieses Jahr oft getragen? Ich habe nicht wirklich durchgehend etwas getragen. Ja, Sprachstörung. Aber eine Kombi habe ich tatsächlich dann öfter getragen, als ich sie dann entdeckt habe für mich. Und zwar ist es der Lip Liner von MAC in der Farbe Strip Down. Den müsstet ihr jetzt auch wirklich aus sehr, sehr vielen Videos kennen. Dazu der Stripped Liquid Lipstick von Anastasia Beverly Hills und oben drüber der Gloss von Anastasia Beverly Hills in der Farbe Butterscotch und das ist die Kombi, die ich jetzt auch trage. Zu den Liquid Lipsticks muss ich euch auch nicht viel sagen. Ich mag die Formulierung immer noch am meisten und die Lipglosse von Anastasia Beverly Hills sind sehr farbintensiv. Also das ist kein Gloss wie zum Beispiel mein anderer, wie zum Beispiel der hier von Dior, der Lip Maximizer. Der ist halt sehr, sehr dünn und
fast durchsichtig, während der von Anastasia Beverly Hills richtig Farbe hat, also wie man das halt erkennen kann. Und da bin ich auch schon bei meinem nächsten Favoriten, nämlich dieser klare Lipgloss von Dior. Immer wenn ich einen Gloss trage, dann fragen mich alle, was hast du auf den Lippen? Und das ist immer der hier von Dior. Und ich wurde letztens sogar auf der Straße angesprochen, was ich auf den Lippen habe. Voll lustig. Und das ist der hier, der ist auch schon bis zur Hälfte runter, weil ich, das ist immer so, wenn ich so gar nichts auf den Lippen tragen will, also an Farbe, weil es mir zu anstrengend ist, dann nehme ich immer ein Gloss, weil das sieht immer noch so nach was aus. Wisst ihr, was ich meine? Kommen wir zur Base. Ach, da gibt es auch viel zu erzählen. Und zwar fange ich mal mit dem Marc Jacobs Primer an. Wie ihr sehen könnt, der ist alle, ich kriege immer nur so kleine Fetzen rausgespritzt und dann ist immer so, ich pumpe und es kommt nichts. Ich habe mir einen neuen bestellt, der müsste die Tage ankommen. Der ist der Hammer. Der ist feuchtigkeitsspendend, der ist mit Kokosnuss, also in dem Produkt ist halt Kokosnusswasser drin, was halt super ist für trockene Haut. Der riecht leicht nach Kokosnuss, der ist fast wie eine Lotion, würde ich sagen, gar nicht silikonig. Und wenn man sich den aufträgt, dann ist es wie so ein Serum. Also es ist sehr, sehr leicht und super halt für trockene Haut. Wer weite Poren hat, wird damit nicht so zufrieden sein. Oder man nimmt beides. Also man kann außenrum halt diesen von Marc Jacobs nehmen und dann halt in die Mitte was Porenfüllendes auftragen. Also den liebe ich. Und die Foundation, die ich dieses Jahr am allermeisten getragen habe und die einfach nur perfekt vom Finish ist, das ist die Foundation, die ich immer einpacke, wenn ich auf Events bin oder wenn ich irgendwas Wichtiges zu tun habe. Und zwar von Armani, die Luminous Silk Foundation. Und das trage ich super gerne in Kombination mit dem mit der Powder Foundation von Armani. Ne? Ist beides dasselbe, halt das Puderform, das flüssig. Und wenn ich das auftrage, sette ich das gerne mit dieser Foundation. Und ich habe da die Farbe 4. Perfekte Farbe, der Auftrag, ich liebe den Geruch, das hat sogar Parfüm, aber das ist ein Duft, den ich sogar mag, weil der einen einfach nicht so erschlägt, der ist nicht so penetrant, der verfliegt auch, beziehungsweise ich rieche da später halt einfach nicht mehr. Das ist nicht wirklich matt, aber auch nicht sehr shimmery, ja, sondern das ist so eine Mischung. Es ist einfach perfekt, wirklich die perfekte Foundation. Und eine andere perfekte Foundation wäre die von Hourglass. Auch dazu habe ich ein First Impression gemacht. Die Foundation trage ich jetzt sogar, die Stick Foundation. Hier habe ich die Farbe Shell. Das ist der Hammer. Die Jahresfavoriten-Videos, die ich jetzt schon geguckt habe von den Amis, schwärmen auch von dieser Foundation, weil die einfach richtig, richtig gut ist. Ich bin ja jemand, entweder bin ich komplett geschminkt oder gar nicht. Aber manchmal hat man halt so Tage oder Termine, wo man sagt, okay, ganz ungeschminkt will ich auch nicht, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, wirklich Full Face zu machen, dann brauche ich etwas Leichtes. Da nehme ich gerne von Kogendo die Aqua Foundation, weil die halt super leicht ist, sehr feuchtigkeitsspendend. Die ist sehr, sehr gut. Leider haben die nicht so eine gute Farbauswahl. Ich habe die Farbe 113 und das ist auch nicht die perfekte Farbe, aber es fällt nicht auf, ja. Also die ist halt sehr, sehr leicht. Man spürt die kaum auf der Haut, also auch die mag ich sehr gerne, aber leider die teuerste von den dreien. Um mein Gesicht zu setten oder bevor ich Foundation auftrage, was ich auch sehr gerne mag, ist die Kombination. Also erstmal den Primer auftragen und dann mit dem Tatcha Luminous Dewy Skin Mist nochmal drüber und dann die Stick Foundation von Hourglass. Ich liebe diese Kombi und so habe ich das heute auch aufgetragen. Das ist halt, kann man sich vorstellen, wie Fix Plus, nur noch Feuchtigkeit spenden. Also das Gesicht wirkt schnell nasser, öliger, fettiger. Deswegen muss man mit dem Produkt halt super vorsichtig sein, weil man kann, ich habe das auch nochmal ganz zum Schluss auf mein Gesicht gesprüht. Und wenn man zu viel nimmt, dann sieht man ölig aus. Also dann ist es nicht mehr so, oh, ich nehme mein Puderfinish weg, sondern es ist dann einfach nur noch hässlich. Color Correct, auch das kennt ihr aus mehreren Videos, ist von Becca der Under Eye Brightening Corrector. Also das ist ein Produkt, damit korrigiert man die Verfärbung unter dem Auge. Also das wird natürlich nicht so für Leute sein, die sehr, sehr dunkel sind, aber Leute wie meine Hautfarbe und noch ein bisschen dunkler, da ist es halt gut. Das ist so ein Lachston. Und ja, der korrigiert, wie gesagt, und highlightet gleichzeitig, weil er so leichte schimmernde Pigmente sind, die man so nicht sehen kann. Aber wenn ihr mal meine Tutorials guckt, dann trage ich das ja auch auf und dann kann man einen Vergleich sehen. Benutze ich super gern, packe ich immer ein, weil das von der Korrektur her reicht und es highlightet, wie gesagt.
Und die Wimpern, die ich dieses Jahr so, so gerne getragen habe, sind auch die, die ich jetzt trage. Und immer, auch hier, wenn ich die getragen habe, immer Nachrichten, hat die welche Wimpern, hat die welche Wimpern. Und zwar sind das die von Tarte in der Richtung Goddess. Da habe ich mir jetzt auch ganz viele nachbestellt. Die müssen auch die Tage kommen, weil die sind jetzt komplett totgetragen. Also die sind schon, eigentlich hätte ich sie heute nicht mehr tragen dürfen, weil sie ein bisschen oll aussehen hier rum. Ihr werdet es durch die Kamera wahrscheinlich nicht sehen, aber wenn jetzt jemand vor mir stehen würde, der würde denken, du, Girl, wie wäre es mit neuen Wimpern? Passend dazu natürlich der Wimpernkleber, der ist sehr, sehr gut, der ist pechschwarz und der hält bombenfest. Manchmal zu fest, weil man hat dann leider auch sehr, sehr viele Rückstände, die man dann nur mit einem Q-Tip und Kokosfett sich dann schön aus den Wimpern rausholen kann. Also kein Vergleich zu so einem Duo-Kleber oder so. Das Gute ist, dass es sind keine echten Haare. Das heißt, da wurde kein Tier für gequält. Es sind Kunsthaare. Ja, das wollte ich nochmal kurz sagen. Ich habe hier noch einen kleinen Pinsel und zwar auch von Morphe. Es ist der M506. Das ist so ein kleiner Blendepinsel und damit liebe ich, die Lidschatten unter meinem Wimpernkranz auszublenden. Das ist super weich und reizt mein unteres Auge nicht, was ich sehr, sehr oft habe, weil dann fangen an, meine Augen zu tränen und es hört nicht mehr auf, was ein großes Problem ist mit Make-up. Bei Concealern, ihr wisst, dass ich den NARS Radiant Creamy Concealer über alles liebe, aber dieses Jahr habe ich tatsächlich den den Urban Decay Naked Concealer öfter benutzt. Der ist sehr, sehr leicht. Die Farbe passt auch sehr, sehr gut und zwar habe ich Fair Neutral und der müsste bald alle sein, weil den habe ich dieses Jahr eigentlich nonstop getragen. Und von Urban Decay habe ich dann noch zwei Glitter und zwar sind es die Heavy Metal Glitter, einmal in der Farbe Midnight Cowboy, das ist Gold und dann Glam Rock, das ist Silber. Immer wenn ich so Glitterlooks getragen habe oder am Wimpernkranz oder am inneren Augenwinkel, dann war das immer das hier. Kann ich euch sehr empfehlen, weil das ist halt schon ein Produkt in alles in einem irgendwie. Ihr braucht halt kein Glitterglue mehr, sondern ich kann es euch auch mal zeigen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Gold nehme, dann gebe ich das in meinen Augeninnenwinkel. Seht ihr? Das ist doch der Hammer, oder? Und es bleibt den ganzen Tag da, weil das trocknet gleich und dann bleibt das so. Und das liebe ich. Damit kann man sich auch Lidstriche ziehen. Und die anderen Farben, ich habe leider nicht so viele. Ich habe Gold und Silber. Und die haben aber noch ganz viele andere Farben davon. Dann möchte ich euch noch einen anderen Lippenstift zeigen. Und zwar ist es von MAC, die Liptensity-Reihe in der Farbe Doe. Das ist, ich mache hier mal einen Lipswatch, könnt ihr ja sehen. Eigentlich ähnlich wie das, was ich auf den Lippen trage. Vielleicht ein Zacken auf der Lippe peachiger. Mag ich auch sehr gerne. Die halten sehr, sehr lange. Das trocknet die Lippen nicht so aus. Also auch eine Farbe, die ich mega gerne mag. Ach, dann habe ich hier noch was von Urban Decay. Und zwar, es ist auch etwas, was ich gerade trage. Dieser Lidstrich ist nämlich von den Urban Decay Razor Sharp Longwear Eyelinern. Die sind super farbig. Da gibt es Blau, Grün, Silber, Gold. Und ich habe die Farbe Fireball jetzt drauf. Und ich liebe ja farbige Lidstriche. Ich finde, das peppt so ein Augen-Make-up nochmal auf. Und die andere Farbe ist fast wie so ein Lavendelton. Und die heißt Intergalactic. Kommen wir zu meinen Augenbrauen. Auch da habe ich super oft in den Videos gesprochen, dass ich jetzt diesen natürlichen Look total mag und feiere, weil ich diese fetten Klumpen Augenbrauen nicht mehr sehen kann. Auch an mir nicht. Deswegen liegt meine Dip Brow Pomade gerade mal da und macht ein bisschen Urlaub, weil die habe ich echt gut benutzt. Und zwar habe ich einmal hier eine Pinzette von Anastasia Beverly Hills. Das Ding ist arschteuer, aber richtig gut. Habe ich mir auch in L.A. gekauft, weil ich dachte, hey komm, meine ganzen Pinzetten, die ich bis jetzt benutzt habe, sind so Schrott. Ich gebe das Geld jetzt aus und probiere es aus und bin begeistert. Also wenn die mal kaputt gehen sollte oder stumpf werden sollte oder was auch immer, würde ich definitiv nochmal das Geld in die Hand nehmen und mir eine neue kaufen. Dann, was ich gerne für meine natürlichen Augenbrauen benutzt habe, auch heute, ist von Benefit. Die sind ja dieses Jahr mit ihren neuen Augenbrauenprodukten rausgekommen. Also die sind ja nochmal richtig durch die Decke gegangen damit. Und zwar Precisely My Brow Pencil. Da habe ich die Farbe 5. Das ist ein Augenbrauenstift. Da ist die Mine halt super fein. Ne? Und das gibt auch so, also man kann sich sehr schöne feine Härchen damit malen. Und auf der anderen Seite ist dann so ein Spoolie.
Das heißt, man kann sich die Farbe dann, also man kann sich die Augenbrauen zurechtbürsten und die Farbe ausblenden. Um meine Augenbrauen zu setten, natürlich muss es ja dann auch alles in Form bleiben, das ist dann schön steinhart. Da nehme ich gerne von Anastasia Beverly Hills den Clear Brow Gel. Auch hier, ich habe sehr, sehr viele benutzt und ich muss sagen, dass ich damit einfach am besten fahre. Also für meine Haare, ja, ist es das Beste auf der Welt. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, meine Stimme ist weg, okay, was ihr 2016, was war so euer Produkt? Also nennt mir gerne 3 Stück. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu den Produkten, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich sage vielen Dank fürs Reinschalten. Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch. Ach halt, Mensch, Kinder, ey, ich habe mich schon von euch verabschiedet und dann denke ich, ich gucke so in den Spiegel und denke so, oh, mein Augen-Make-up ist so geil. Und dann denke ich mir so, ey, du hast die Palette gar nicht gezeigt. Ein Jahresfavoritenvideo ohne Palette geht nicht. Nicht bei mir. Auch hier habe ich überlegt so, welche Palette war wirklich so herausragend? Und dann gab es nur eine. Und zwar ist es von Anastasia Beverly Hills die Modern Renaissance Palette. Ich hatte auch in einem Favoritenvideo gesagt, hätte ich meine eigene Palette rausgebracht, dann hätte sie so ausgesehen. Wahrhaftig, wirklich, das sind meine Farben doch. Das Ding mag ich wie sonst noch was. Die Farben sind super, super buddelig, sehr gut pigmentiert, einfach zu verblenden, aber jede einzelne Farbe, ne? Da ist nicht eine Farbe, die so, na, okay ist, sondern da ist jede Farbe durchgehend perfekt. Und Anastasia ist sowieso mit ihren letzten Paletten besser geworden. Ne? Ich hatte auch schon mal vor einem Jahr gesagt, Anastasia Beverly Hills wird immer besser. Ne? Es wird immer und immer besser. Und das ist eine Palette, die ist permanent. Die gab es mal bei Douglas. Ihr könnt mal schauen, ob es die da noch gibt. Kann ich euch nicht sagen. Ansonsten gibt es die sicherlich noch bei ihr auf der Seite, anastasiabeverlyhills.com. Oder bei Sephora habe ich sie auch noch gesehen. So, dann bedanke ich mich bei euch jetzt wirklich fürs Reinschalten. Sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.